Ihr werdet einfach sehen, was ein Knockout er uns gegeben hat. Schaut euch das bitte mal an. Okay, hier. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, I saw Moses, Jesus and Abraham on the night of my ascensions. Jesus was of red complexion, curly hair and a broad chest. Das heißt, Jesus, also Isa ibn Maryam, der vor 2000 Jahren gelebt hat, hat eine rötliche Hautfarbe, also eine helle Hautfarbe. Das passiert, wenn man ein einziger Hadith benutzt und glaubt, er hat es verstanden. Ihr Ahamdiya seid richtige Schuhal. Man kann nur Mitleid haben. Der Hadith besagt nicht, dass Isa, Friede sei mit ihm, eine rote Haut hatte, sondern dass er einen rötlichen Teint hatte. Was bedeutet Teint? Teint bezieht sich auf die Farbnuancen der Haut, insbesondere im Gesicht. Dies erklärt sich leicht, wenn man bedenkt, dass er vom Kreisen um die Kaaba erschöpft war, was zu einer Rötung seines Gesichts führte. Ibn Hajar al-Asqalani hat dies erklärt und festgestellt, dass Isa, Friede sei mit ihm, eine braune Hautfarbe hatte und nicht rot war. Die rote Farbe erschien nur aufgrund seiner Erschöpfung, wie auch in dem Hadith erwähnt wird, der besagt, es sah aus, als käme er aus einem Dampfbad. Das bedeutet, seine Naturfarbe war braun. Zweitens hat der Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, Isa, Friede sei mit ihm, einmal persönlich getroffen und einmal in einem Traum gesehen. Ein Traum ist jedoch nicht dasselbe wie eine reale Begegnung. Deshalb hat Tauhid nicht gelogen, sondern ihr seid Analphabeten geworden. Wegen dem Zwang, dass euer WC-Prophet endlich anerkannt werden soll.